Hallihallo, hier ist die Anja Müller und wir befinden uns hier vor der Werkstatt für Figurenbau, Figurenkombinat und Puppenschuppen. Ich habe hier mit meiner Kollegin Esther Falk zusammen ein kleines Atelier. Esther baut gerade an Figuren für Wind in den Weiden, unser nächstes Projekt, was im Dezember Premiere haben wird, und ich bin da hinten zu Hause und ich baue gerade für die Landesbühne Sachsen eine Klappmaulpuppe. Es soll eine ältere Dame werden in Lebensgröße, und das hier, das ist der Unterbau, den ich heute gemacht habe. Auf diesen Unterbau wird der Kopf aus Ton hier oben drauf gestaltet. Der wird dann abkaschiert und zu einer Klappmaulpuppe verarbeitet. Wie das genauer passiert, das werdet ihr in den nächsten Videos erfahren, und ich freue mich über eure Likes und Klicks und bis bald. Ciao!